Mein Name ist Matthias Braun, ich bin Mathe- und Physiklehrer am Gymnasium in Buchloe. Das Gymnasium befindet sich momentan im Aufbau. Nächstes Jahr kommen wir in die 9. Jahrgangsstufe. Neben Mathe und Physik unterrichte ich auch hier das Wahlfach Robotik. Heute hatten wir eine Veranstaltung für die 5. Klasse, den sogenannten Robo-Day. Der hat jetzt zum zweiten Mal stattgefunden. Beim Robo-Day sollen die 5-Klässler in Dreiergruppen einen EV3-Roboter bauen und programmieren. Warum machen wir das hier? Wir machen das deswegen, weil die Kinder so einen spielerischen Einstieg in die Technik bekommen. Sie bekommen die Rückmeldung direkt von der Maschine sozusagen, ohne sie vom Lehrer zu bekommen, was sie gewohnt sind. Das kann natürlich auch sehr motivierend sein, diese unmittelbare Rückmeldung. Außerdem kennen die Kinder die Lego-Bausteine natürlich schon, bevor sie zu uns an die Schule kommen, sodass das eher auf spielerische Art und Weise Grundlagen der Informatik, Mathematik, sie den Einstieg finden. Der Robo-Day ist für die 5-Klässler die erste Möglichkeit, um mit Lego, also mit Lego Mindstorms, bei uns hier an der Schule in Berührung zu kommen. Wenn sie dann Spaß dran finden, sollten hoffentlich dran gefunden haben, dann können sie in der 6. Klasse in den Wahlkurs Robotik einsteigen. Das ist dann der Einsteigerkurs, in dem sie sich Grundlagen aneignen, um dann später im fortgeschrittenen Kurs an Wettbewerben wie der First Lego League teilzunehmen. Insgesamt gilt auch sowohl für den Grundkurs wie auch für dann den fortgeschrittenen Kurs, die Kinder sind extrem ehrgeizig bei der Sache. Es hat eine große Motivation, mit Lego zu arbeiten, den Roboter zu bauen und zu programmieren. Und da kann man Hemmschwellen abbauen, die vielleicht vorhanden sind vor so in Anführungszeichen schweren Fächern wie Mathe und Physik, wo sich manche doch teilweise etwas schwerer tun.